Sehr geehrte Frau Merkel, Sie haben eine tolle Party hier in Europa veranstaltet. Und jetzt wollen Sie, dass wir Ihre Gäste auch aufnehmen. Wir hier in Tschechien, wir hier in Prag wollen keine eure Gäste. Sie haben diese Gäste persönlich eingeladen. Niemand hat gesagt, ja, bei dieser tolle Party machen wir mit. Ne, das haben wir nicht. Und unser Präsident Zeman, Miloš Zeman, hat deutlich gesagt, wir haben euch nicht eingeladen. Sie haben bei uns nichts zu suchen. Und das hat mit Humanität nichts zu tun. Frau Merkel, Sie selber haben diese Gäste eingeladen, trotz allen Protesten in Ihrer Bevölkerung, weil Ihre Bevölkerung will diese Gäste bei euch auch nicht. In Spanien protestieren die, in Polen, Ungarn, überall in Europa sind alle dagegen. Sie selber haben keine Kinder, ich weiß. Deswegen ist Ihnen die Zukunft der Kinder des Europas total egal. Multikulti, hurra, Party! Nein, nein, wir wollen uns das nicht gefallen. Wir wollen uns nicht gefallen, dass nur Sie hier in Europa regieren wollen. Alle Länder sind eben unabhängig. Wir haben uns in diese Europarlament irgendwie getroffen und gesagt, okay, wir versuchen die Europa zusammenzumachen. Aber wie Sie sehen, Sie sind leider, Frau Merkel, der Grund, warum die Europa eigentlich gar nicht funktionieren kann. Weil jedes Land hat seine eigene Identität, seine eigene Politiker, welche die gewählt haben. Und sie wollen sich nicht von einer Frau regieren lassen, welche momentan einfach hat verloren absolut den Überblick über was in Europa eigentlich geschieht, was hier überall passiert. Jede Vergewaltigung, welche jetzt passiert, geht auf ihr Konto. Jede Frau, welche misshandelt wird, das geht auch an, auf ihr Konto. Und nicht nur Frauen leiden, natürlich auch Männer werden erstochen, Polizei steht unter einfach so einem Druck, heutzutage Polizist zu werden, das ist total. Wie können Sie das Ihrem Volk überhaupt zumuten? Ich weiß warum. Sie leiden jetzt momentan an so einem Wahn. Ich verstehe, ich kann das verstehen. So eine Macht über Europa, über die starke Europa zu haben, so eine Macht zu haben. Das blendet einen ein. Das blendet einen. Man hört nichts, man sieht nichts, man sieht nur die Vision. Ich habe die Party hier gestartet, dann mache ich weiter. Ich kenne sie, ich habe sie einmal in Berlin in einem Einkaufszentrum gesehen, wo sie ihr Gasherd oder Elektroherd gekauft haben. Damals dachte ich, okay, sie geht mit einem Bodyguard etwas zu kaufen. Warum nicht? Aber jetzt, das haben sie jetzt ein bisschen ihre Macht, hat sie geblendet eben. Das können sie ihrem Volk doch nicht antun, dass sie sogar Referendum, Volksentscheid, dass sie das nicht genehmigen haben. Sie halten ihr Volk für total unfähig zu entscheiden, was gut
und was nicht gut ist. Sie wollen allen eben Ländern in Europa sagen, dass wir die aufnehmen sollen. Frau Merkel, Sie müssen doch aufwachen. Auf Sie doch, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ich denke schon, schon 400 Strafanzeigen sind auf Sie gerichtet. Ich denke, das ist schon genug, um zu wissen, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Ich weiß auch, ich erinnere mich, wie Sie gegen Schröder gekämpft haben und eigentlich Ihre Politik ist, abzuwarten. Sie warten immer ab, was passiert. Aber in diesem Falle ist diese Taktik, abzuwarten, fehl am Platze. Sie müssen handeln und die Grenzen schließen. Sie haben so viele Straftaten begangen, Gesetze gebrochen, so viele. Warum haben wir überhaupt diese Gesetze gemacht dann? Dass Sie, Frau Merkel, dass Sie diese Gesetze brechen und uns mit falschen Humanität eben drohen, dass wir Xenophoben sind. Ne, keine Xenophoben. Wir wollen eben freie Europa und jedes Land für sich. So, Frau Merkel, treten Sie bitte ab.